Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4. Ah, Thief's End. Sehr gutes Deutsch. Das war nicht mal Deutsch, das war Englisch. Aber naja, herzlich willkommen zurück bei... Ich schiebe mal kurz nach rechts. Der 23. Episode? Ich weiß es echt nicht. Vielleicht gucke ich überhaupt rüber, wenn ich eh nichts sagen kann. Welche Episode es war... Okay, wir sind letzte Folge hier angekommen, haben uns geteilt, um die Türme zu untersuchen. Jetzt runter hier und hoffen wir, dass wir vor Nadine hier unser Türmchen untersuchen können und den Schatz finden. Okay. Ach, eine Bar. Wie angenehm, wir kommen hier auch rein sogar. Oder? Nee, ist kein Bar. Ein Museum. Ich wollte mich doch nicht vordringeln. Grafikfehler? Okay, da draußen war noch ein Grafikfehler. Okay, ansonsten hier ist nicht viel, was wir machen können anscheinend. Oh, guck mal, Mon Ami. Hier geht's runter auf jeden Fall. Ist die Frage, lohnt sich das hier unten? Ja, im Schatz. Irdener Krog. Ist jetzt nicht das geilste Schätzlein der Welt. Aber naja, wir haben es auf jeden Fall. Was? Come to this place, it's awesome. Ja, könnte ein bisschen höher aufgelöst sein, eigentlich die Textur. Die ist ein bisschen sehr Oh, da hat es mich gerade. Müdigkeit hat mich gepackt, doch ich lief weiter. Die Sucht nach Wahnsinn. Anerkennung und Reichtum und nach Abenteuer trieb mich weiter. So rum machte. Oh. 1500 Ariad. Okay. Na schön. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Okay. Schön Apfel essen. Gibt es sonst noch irgendwas zu erkunden? Ansonsten ist hier nicht viel, oder? Okay, hier ist nicht viel. Wo ist der Apfel hingefallen? Okay, der ist irgendwo bestimmt nicht weggeworfen. Oh, guck mal, Äfflein. Ein Lemur. Wunderschön. Hey, Sally. Er ist wieder da. Okay. Auch schon, dass du gerade ganz angenehm so ein bisschen Dialog zwischendrin zu haben. Weißt du was? Das geht vorbei ist. Kaufe ich mir einen verdammten Hund. Hey, sollten wir hier gesund rauskommen, kaufe ich dir den Hund an. Darf ich ihn Victor nennen? Sicher. Hey Nate, soll ich dir eins von denen kaufen? Sally, man muss verrückt sein, um so ein Hemd zu tragen. Das hilft. Original Sally-Hemd. Ich würde es gerne anziehen, auf jeden Fall, trotzdem. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh Mann, hier riecht etwas wirklich gut. Was ich eigentlich nochmal gucken wollte, die ganze Zeit ist eigentlich die ganze Zeit in der Statistik eigentlich. Oh, wir sind bei 7 Stunden Spielzeit schon. Das ist echt ein ganzes Stück schon. Zeit ohne Bewegung? Was? Das ist aber ganz schön viel. Nicht viele. Tagebuch geht. Tagebuchnotizen geht überhaupt nicht. Optionale Gespräche. Ja. Könnte schlechter sein. 2 Steinbarken haben gefehlt.
Okay, warum kann ich hier nicht auf Bonus zugreifen? Ich wollte mich gucken, was wir eigentlich schon am Bonus freigeschaltet haben, weil wir haben ja schon einiges gefunden. Oh, lecker! Lecker. Bisschen vorsichtig. Bisschen vorsichtig hier durchkämpfen. Was verkauft die? Auch Zitronen. Okay, Victor. Wir sind da. Schauen wir uns aber erstmal hier draußen um. Ich würde fast sagen, hier geht's auch lang. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sally. Okay, dann gehen wir hinter. Okay. Hey Sally, ich glaube, wir kommen hier durch. Ja. Ja. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Okay, ich weiß nicht, wo er ist. Wir holen ihn bestimmt dann ab. Okay. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Ja, das Zeichen. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Sag mal, diese Kerzenleuchter sind halt sehr auffällig schon, ne? Also sie sind richtig auffällig eigentlich. Hier ist aber nichts weiter. Okay, dann weiterziehen. Laufen wir weiter. Einfach mal den Weg hier nach oben. Tür auf. Wow. Das ist aber ein hoher Glockenturm. Ja, das stimmt. Und wie es aussieht, auch ein Rätselraum. Rätselraum. So, pass mal auf hier. Aha. Die Münze. Ja, wollen wir wetten? Skorpion. Kannibal. Große Kuh. Tierkreiszeichen. Da ist der Löwe. Ach, bitte stehen. Vier Zeichen. Vier Glocken. Da oben. Die Dinge. Die sehen aus wie Schlösser. Verstehe. Läuten wir ein paar Glocken. Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Wird klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Hey, Sam, wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Okay, das Ding ist nicht von alleine rausgekommen. Wir gucken mal ins Tagebüchlein. Scorpio, Leo, Taurus und Agarus. 1, 2, 3 und 4. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Ist die Frage, ob das auch gleichzeitig die Reihenfolge ist, in der wir das läuten müssen. Okay. Wir ziehen uns mal langsam hier nach oben. Hüp, hüp, hopp, hopp, hey, ha. Okay. Vorsichtig. Ich bin gleich zurück. Ach, über geht das gar nicht, okay. Hüp. Okay. Hey, sieh mal, Sally, die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Natürlich nicht. Wird doch wahrscheinlich passieren. Okay. Oh, hoch hier und
das war knapp, das war sehr knapp. Und hoch hier. Das war viel zu knapp. Das war wirklich viel zu knapp. Ja, schon los. Pass auf deine Finger auf, Nate. Okay, ich will Sorgen machen. Nein, alles klar. Vertrau mir. Okay, jetzt vorsichtig. Sehr schön. Hallo? Ach, wir sind hier hoch. Okay, dann hier hoch. Hopp, hoch. Nee, Löwe sind nicht die erste, die wir läuten müssten. Oder wie war die Reihenfolge? Ich glaube, Scorpio, Wassermann. Passiert, aber was passiert, wenn ich es doch tue? Okay, nochmal. Kling-ling-ling-ling-ling-ling-ling. Oh. Und? Okay, das war echt laut. Die hat nichts gebracht, Nate. Okay, also doch die Reihenfolge. Ja, ist in Ordnung. Ich habe nur probiert, habe ich die Reihenfolge. Also, Scorpio, Acarus, Laird. Okay, da ist Wassermann. Da ist Stier. Okay, dann muss ja irgendwo da oben auch das Skorpion sein. Höpp. Höpp. Und da ist Stier. Höpp. Ach, was Stier? Wassermann. Skorpion? Avery war bestimmt Skorpion. Nee, ich meinte Skorpion, genau. Das meine ich. Ich habe mich vor 2 Wochen voll versprochen. Auch gut. So, jetzt müsste was passieren eigentlich. Schloss ging gerade auf. Okay, ich gehe zur nächsten. Da geht's runter zum Wassermann, da wollen wir ja nicht hin. Ach nee, da geht's doch. Okay. Wassermann, durchweg nette Menschen. Und los! Jetzt schön hier, kling, 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 kling. Durch der Ohrstöpsel. Oh, viel zu laut. Okay, aber wir haben das nächste. Zwei geschafft, zwei übrig, Junge. So, wie steht's? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt wieder rüber zum Löwen? Ach, hier, wahrscheinlich, oder? Okay, wir haben es geschafft. Und hopp. Hallo? Ich glaube, hier soll ich nicht. Okay, dann machen wir es jetzt so. Okay, hier ist The Lion. The Lion sleeps tonight. So. A wumba wup, a wumba. Okay. A wumba wup, a wumba wup, a wumba wup. Und the mighty jungle. The lion sleeps. Danke. Okay, das war die Rache dafür, dass ich gesungen habe. Okay. Now to the Taurus. Wo war der Stier? Ich glaube, Stier war mit da oben, ne? Genau, da ist Stier. Hopp, hoch. Hopp. Ich glaube, wir müssen trotzdem hier rüber, oder? So. Wie kommen wir jetzt rüber? Oh mein Gott. Hoch, okay, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich nicht so spannend machen. Okay. Wow, viel zu knapp, das war viel zu knapp, aber wir haben es geschafft. Okay.
Oder... Naja, ich glaube, er ist bestimmt gefangen genommen worden. Was sonst? Was sagt unser Tagebuch jetzt darüber? Ein Leben, wo der klingelt. Okay. Dann laufen wir hier hoch. Hüpp. Und hier rüber. Dann machen wir uns hier auf den Weg. Ein Schalter. Schnell weiter. Ja, sehr schnell weiter. Oh, war viel zu knapp. Hallo? Hallo? Ich glaube, hier ab, so wie es aussieht, müssen wir, glaube ich, hier raus. Yep. Ah, warte mal. Da, muss doch. Ja. Okay. Lass ruhig los. So, Hopp. Verdammt, wir brauchen die Uhr hier unten, oder? Ja, wir brauchen die hier unten. Okay. Dann wieder rein. Ich dachte, wir brauchen sie hier oben. Okay, nochmal. Und das müsste reichen. Jetzt müsste ich eigentlich darüber nach oben klettern können, oder? Okay. Also, so gebracht hat mir das jetzt ja überhaupt nichts, dass das jetzt hier unten ist. Okay, nein. Es muss nicht, es muss in. Ach, Mann. Okay, nochmal. Jetzt müsste es mir was bringen, oder? Hopp, raus mit den Nathan, raus. Hopp, hopp. Und Seil. Und spring! Okay. Zum Glück überhaupt nicht knapp hier lang zu klettern. Ist ja nicht hoch. Hopp, hopp. Oh, hoch! Puh. Haben wir doch gut gemacht. Und? Ihr wisst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn das heißt Let's Play Uncharted 4. Bis dann noch einen schönen Tag. Kommentieren, favorisieren und teilen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier hochklettern und uns ein Stückchen weiter auf Averys und den Rest der Piratenbande, kapitänmäßigen Schatztruppe, fortbewegenden Schatzinsel zu lieben. Irgendwo habe ich den Faden verloren. Irgendwo habe ich einfach angefangen, irgendwas anzuhängen. Wort. Bausteinsatz.